mal bedeutend für einmal das Ratio, die ich glaube, Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem bisherigen gemeinsamen Kongress Gastronomie, Mr. Ratio, kurz bis dahin. Für unsere noch junge Fachgesellschaft, die wir auch und Mitglieder der Europäischen Arbeitsgemeinschaft, ist das unser sechstes Mal, dass wir in diesem Format zusammen mit unseren journalistischen Freunden gemeinsam ein Kongressprogramm gestalten dürfen. Und wir sind alle, glaube ich, von unseren beiden Präsidenten, Organisationsteams sehr zuversichtlich, dass es uns gelungen ist, um ein interessantes Abschlusszeichen und an manchen Stellen ein innovatives Programm zusammengestellt zu haben. Auf Details möchte ich nicht eingehen, wie der Leiter der Fahrtsgeschichte noch erwähnen. Ich will nur eins vorweg berichten von dem Geist der Zusammenarbeit, die von der Gestaltung entdeckt hat. Wenn dies wegweisend für alle zukünftigen Fragen, die der Art ist, wie kooperativ, entspannt und konstruktiv miteinander umgegangen wird, dann hat diese Fragen einen großen Sinn. Als Chirurg bin ich mehr ein Mann der Tat und nicht der großen und ausgiebigen zahlreichen Worte. Das überlasse ich sehr gerne meinen internistischen Freunden in der Folge. Aber eine Gesundheits- und berufliche Reflexion habe ich noch erlaubt. In dieser großen Ansprache, das geht um den Themenkomplex Ärztemangel, Nachwuchsmangel, Mangel, Leistungsverdichtung. Ein Thema, das uns alle beschäftigt, das in dem Kongress beschäftigen wird, insbesondere wahrscheinlich noch manche Pausen besprechen. Beschäftigen will, aber ich will nicht in das Weglagen einstecken, dass man mit mir stellen wird. Im Gegenteil, Sie mitnehmen auf eine kleine Außenbetrachtung, wie es nun wirklich aussieht, oder wie man es auch zumindest von außen betrachten kann. Und was eignet sich das besser als internationale Vergleichsstatistiken, wie zum Beispiel die Europäische Union für eine Regelmäßigkeit auf der Arbeit für viele vergleichbare Länder aufstellt. Und wenn man die Zahlen nicht anguckt, dann ist es so, dass wir in Deutschland nach wie vor weit überdurchschnittlich hohe Arztdichte haben. Dass die Ärzte bei uns in Relation zu den Durchschnittseinkommen der Bevölkerung weit überdurchschnittlich viel Geld nach Hause tragen. Wir bilden auch, was wir nachwuchs haben, wir mehr Ärzte pro Bevölkerung und auch mehr Ärzte pro im Augenblick noch tätigen Arzt aus als die meisten anderen vergleichbaren Länder. Und auch ist bei uns die vielgeklagte Abwanderung von jungen Medizinern in Berufe, die fern des Krankenbettes sind, keineswegs höher als bei der Abwanderung. Wie passt denn das zu dem sofort eingangs geschilderten Aspekt Ärztemangel, Nachwuchsmangel? Diese Zahlen sprechen ja genau das Gegenteil. Die Antwort oder ein Teil der Antwort dazu liegt in einigen anderen Statistiken, die man genauso heranzieht. Die Deutschen haben weit mehr Arztkontakte pro Jahr als fast alle anderen Industrienationen. Sie fühlen sich dabei, paradoxerweise oder vielleicht gerade deswegen, auch weit weniger gesund als viele andere Nationen. Wir haben mehr Krankenhausbetten und vor allem auch mehr Krankenhausabteilungen, pro liegendes Fach heruntergebrochen, als fast alle anderen Industrienationen verbreitet. Wir leisten enorme Redundanzen mit der sektoralen Aufführung, mit der Infrastruktur. Wir sind Weltmeister, das sind zwei Fragen, in der Präsenz von Kernspektrographie der Bevölkerung oder Herzkapitel der Bevölkerung, da kann man einige andere Dinge auch noch anfügen. Auch bei den operativen Eingriffen, zumindest da, wo die Statistiken international relevant erhoben wurden, wir nirgendwo sonst auf der Welt werden so viele Kriegsbedürfnisse eingesetzt wie in Deutschland, wo wir von es gibt für die Visceralmedizin oder Visceralchirurgie keine guten Vergleichsstatistiken, oder ich wette, dass wenn die Vergleichsstatistik der Ärzte von der Lektion in die komische Ziele der Visceralmedizin auch da wieder gewählt hat. Kurzum, unser offensichtlicher Mangel an ärztlichen Fachpersonal und die Überforderung, die meisten von uns einzeln in unseren Krankenhausabteilungen und auch in der Lektion in Deutschland vertragen, ist ein Stück weit ein negativ. Von der hohen Erwartungshaltung unserer Bevölkerung, die wir zum Teil selbst finanzieren. Dann zeugt es auch in den Existenzängsten mancher Krankenhausabteilungen, der viel zu zahlreichen Abteilungen in manchen Aspekten, die im Kampf gegen die Roten sagen, der Chefärzte auch noch damit gehört, dass es zu vereinbaren mit der Leistungszahlen gekoppelt sind, was implizit oder explizit in einer Stadt oder einer Stadt in der Führung aus Weisen in die Nation.
Wir haben eindeutig nicht genug Ärzte, ganz besonders auch in den Eltern, die unseren Image haben, dass sie eine ungünstige Leute haben. Aber auch in der Wissenschaft, die ich keine wirklich objektivierbaren